Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch zurück nach einer kleinen Pause, die wir uns genommen haben. Ja, heute Nacht. Einen Kaffee einstellen. Ja, die Nacht war wieder turbulent, aber jetzt sind wir doch fit und ausgeschlafen am Küchentisch. Ich bereite mir gerade, ist ein bisschen laut, deswegen gehe ich so weit weg. Die kleine Maus, die schläft noch, deswegen kann ich nicht so laut reden. Machen wir gerade mal ein Frühstück, einen Kaffee in unserer Baristasage. Ich habe mich einige Mal gefragt, was für eine Kaffeemaschine wir benutzen. Wir haben eine Barista, da ist die Express von Sage und da habe ich mir jetzt einen Kaffee gemacht. Den schütte ich einfach mit heißem Wasser auf. Den lasse ich mir jetzt schmecken und danach gibt es dann direkt, zeige ich euch auch direkt. Ich hole mir mal eben ein Gläschen. Unseren leckeren Frühstücksshake aus vielen Früchten gefroren. Ein paar Bananen sind da drin, Leinsamen, Paranüsse, Wasser, Datteln. Und das wird alles in unserem Kleinsteinmixer püriert. Und das lassen wir jetzt schmecken zum Frühstück. Gestern gab es gefüllte Paprika nochmal. Gestern hatte ich ja kein Food Diary gemacht. Und ja, haben das Reste aufgewertet. Was gibt es heute zu essen? Weißt du das? Heute ist auch Miracoli machen. Heute was Schnelles. Genau. Aber ich werde nachher auch Pulver machen. Ich habe eine Gewürzmischung mal ausprobiert für Miracoli selber machen. Und das war sehr lecker und dann mache ich heute ein bisschen mehr von, da zeige ich euch dann. Das kommt auch in unser neues Kochbuch, da ist ein nachhaltiges Rezept, vollwertiges Rezept, nicht nachhaltig, vertue ich da immer. Ja, jedenfalls jetzt erstmal Frühstück, Kaffee schwarz. Und was wir noch heute futtern, oder ich zumindest, nehme ich euch mit, werde ich euch zeigen. In einem neuen Futter habe ich von mir, schön, dass ihr dabei seid. Mittagessen. Wir waren so lange unterwegs und ich habe nichts gegessen, nur den Shake bisher. Aber ich habe noch keinen großen Hunger gehabt, also noch keinen Halshunger oder so. Das hielt sich wirklich in Grenzen. Und jetzt gibt's, wer kennt es von euch, Miracoli. Die nachgemachte Variante, aber aus dem Netto. Und nachher mache ich eigenes Gewürz. Wir haben da schon mal ein Rezept gefunden, das hatte ich ausprobiert. Und das war echt lecker. Aber jetzt gibt's die aus der Retorte, also nicht aus der Retorte, aus der Packung. Ja, die lassen wir uns jetzt schmecken. Miracoli, zwei Teller werde ich da bestimmt von essen. Und dann mal gucken, was nachher noch Feines zu essen gibt. Es gibt einen Nachtisch für den Papa. Die Mama hat geduscht, hat sie eingefroren. Oh, ist so eklig, wenn er so dicke Stücke hat. Warum hat er so dicke Stücke? Das hat er am Anfang nicht gehabt. Naja, wenn es hilft, schaden wird es nicht. So, das war jetzt semi-egal, aber egal. Ich habe hier frisches Wasser reingemacht, um das Gemüse zu waschen. Gerne. Achso, komm mit dem Käffchen. Ja. So, und jetzt die nächste Mahlzeit für den Papa. Ist ein bisschen Zeit von dann. Wir haben jetzt hier aufgeräumt, alle Mann, haben alles weggeräumt. Und ich haue mir jetzt die restlichen Nudeln rein mit Tomatensauce. Und hier kocht für die Mama, für die Livia Reis. Und wie gesagt, ich mache mir jetzt noch ein paar Nudeln. Die haue ich mir in eine Pfanne, weil ich jetzt hier einfach so, die sind noch lauwarm. Und ja, die lassen wir jetzt schmecken. So, die Mama hat gezaubert. Die hat nämlich richtig geile Schokolade gemacht. So Zartbitterschokolade, Erdnüsse und Erdnussbutter. Und das ist jetzt das zweite Stück. Das andere war ungefähr die Hälfte davon. Ja, komm her, mein Schatz. Und das lassen wir jetzt schmecken als Nachtisch. Ich weiß, passt nicht zu meiner Diät, aber dazu muss man nochmal was können. Mir erschrocken, der Hund kam wieder rein. Ja, das lassen wir jetzt schmecken und haue ich mir rein. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Miracoli Gewürzmischung. Haben wir lange hin und her probiert, das ordentlich hinzukriegen. Und jetzt habe ich es fast perfekt. Ich habe jetzt keine Zitronensäure gehabt, beziehungsweise Zitronenpulver. Dann machen wir aber jetzt Essen einfach einen Spritzer frisch über rein. Und dann geht das schon klar.
Denn unter anderem ist da jetzt Petersilie drin, Oregano, Majoran, Zwiebelpulver ganz viel, Knoblauch ganz viel, Paprika ein bisschen, Zwiebelpulver, wie schon gesagt, habe ich im Mixer gerade noch klein gemacht, weil das immer so fest wird. Haben wir hier Mr. Magic. Das ist echt super. Noch Zwiebelpulver aus Griechenland habe ich noch. Dann werden wir in Deutschland, glaube ich, einen neuen holen. Hier kriegen wir den bestimmt auch, aber habe ich noch nicht gesehen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, aber heute gibt es keine Miracoli mehr. Ich hätte nur euch gesagt, ich zeige euch das, wenn ich es mache. Und jetzt ist fertig. Aber gleich gibt es ein Abendbrot. Mal gucken, was wir uns machen noch. Haben wir noch schönen Salat, haben wir noch Kartoffeln, haben wir noch. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, gib mir mal Feedback, ob euch das interessiert überhaupt, was da so alles drin ist. Vielleicht gebe ich das, teile ich das mit euch. Wo ich das so habe, das kriegt ihr beim letzten Mal so war. Und ob ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, wir werden das mal testen und dann werde ich beim nächsten Mal berichten. Und wenn das cool ist und gut schmeckt, werde ich es auch gerne teilen natürlich mit euch, ihr Lieben. Mal gucken, was es noch zu essen gibt. Bis gleich. Jetzt gibt es Abendbrot, das letzte Mal des Tages für den Papa. Ich habe mir hier zwei Brötchen von gestern. Ich habe gestern Brötchen gebacken, das wisst ihr gar nicht. Die waren richtig, richtig geil. Ich habe wieder ein neues Rezept ausprobiert. Die mache ich morgen wieder, das werde ich euch zeigen. Allerdings werde ich morgen Salz nicht vergessen und ich werde nicht so viel von unserem Löwenzahnhonig mit reinmachen. Dazu gibt es einen Schuss Ketchup, Zwiebeln habe ich mir da drauf gemacht, das ist Toast. Die vegane Leberwurst, dann so ein Aufstrich aus dem Tesco habe ich mir da drauf gemacht, vegane Wurst auf drei Toastscheiben. Ja, und ansonsten denke ich mal, was das für heute. Eine Banane werde ich vielleicht heute Abend noch essen, vielleicht noch ein paar Nüsse knacken, aber ich glaube eher nicht. Es ist ja jetzt schon 20 Uhr und das Mahl ist sehr reichhaltig. Kannst du vielleicht das Wasser mit darüber reichen? Kannst du da mal, ja, kannst du da mal. Und ja, so sieht's aus. Das war mein Tag. Das habe ich gefuttert heute. Morgen backe ich Brötchen, wie gesagt, mit euch. Die zeige ich euch. Die waren letztes Mal super. Die waren ganz schnell und total einfach. Ich war selbst überrascht, wie fluffig und knusprig die geworden sind. Die sind jetzt hier 2 Tage alt und sind immer noch okay. Allerdings wegen dem Honig ein bisschen wie Milchbrötchen geschmeckt und wegen dem Mangel an Salz. Aber im Großen und Ganzen, morgen machen wir sie geiler. Vielleicht mache ich noch ein Baguette dabei, das Wetter wird schön, wir grillen ja bald wieder. Mal gucken, ihr werdet dabei sein. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Mitkommen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch heute Abend im Daily Vlog begrüßen darf. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder zum Food Diary. Passt auf euch auf. Tschüss.